du bist in einer kleinen Stadt in Hessen aufgewachsen. Deine Familie, deine Eltern sind türkisch. In dem Buch Im Morgen wächst ein Birnbaum beschreibst du einen Kampf, dich in normative Rollen zu zwängen. Und es geht um Männlichkeit. Manchmal habe ich immer bei Männern so ein bisschen Angst, wenn sie sagen, sie wollen über Männlichkeit sprechen, dass jetzt irgendwie so eine Kritik an der Woken Culture kommt und irgendwie sie die gegenderte Sprache für den Untergang irgendwie des Sprechens halten. Aber ich war sehr froh, dass dein Buch absolut das Gegenteil macht. Also du hast angefangen und hast das Bild von deiner Männlichkeit hinterfragt. Was hat ausgelöst, dass du gesagt hast, das Bild von Männlichkeit hinterfragst du? Erstmal danke, dass ich da sein darf. Ich glaube, das ist bei mir tatsächlich aus so einer Empfindung heraus entstanden, weil ich auch einfach keine Lust mehr auf so sehr einengende Rollenzuschreibungen hatte. Also ich habe schon auch gemerkt, umso mehr ich überhaupt erstmal verstehe, was Männlichkeit bedeutet, welche Wirkmacht Männlichkeit hat, umso mehr verstehe ich, wie mich das in so vielen Situationen eigentlich eingeengt hat, verletzt hat, zu Verletzungen geführt hat, aber auch vor allem auch zu Verletzungen und Gewalt geführt hat, in die wir aufgewachsen sind. Und für mich liegt so ein bisschen in diesem Verständnis von Männlichkeit die Chance, mich von Verletzungen zu lösen und vor allem auch in Zukunft Verletzungen zu vermeiden. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, sich von Verletzungen zu lösen. Und gleichzeitig will ich natürlich auch gewissermaßen nicht nur Vorbild sein, aber so eine Hand reichen, weil ich schon merke, es wird zwar viel über Männlichkeiten gesprochen, aber wie du auch schon gerade angedeutet hattest, viele nutzen das auch, um antifeministische Rhetoriken zu reproduzieren. Viele wollen die Männlichkeit wiederentdecken und da braucht es auf jeden Fall eine profeministische Gegenrede. Und mein Buch setzt jetzt nicht sehr stark an so einer pädagogischen Seite an, sondern ist eher ein, ich würde sagen, so ein sehr persönlicher Zugang, um aber anderen Leuten eben auch diesen persönlichen Zugang zu ermöglichen. Also ich habe jetzt keine 10 Tipps, sondern ich habe mein Leben als Tipp, in Anführungszeichen. Du hast gerade gesagt, dass du Verletzungen erlebt hast in diesem Bereich. Was waren diese Verletzungen? Ich glaube, einerseits erstmal die Verletzung, dass ich anderen mit meinen, Anführungszeichen, Selbstverständlichkeiten verletzt habe. Also das fällt beim Flirtverhalten an, aber auch so über Witze dann einfach dann Witze stehen zu lassen, bis hin zu denken, ich müsste meine Gefühle irgendwie auch durch körperliche Kraft lösen müssen oder so, oder auch eine Vorstellung von Einsamkeit irgendwie zu performen als Männlichkeit. Und das führt natürlich zu Verletzungen, weil ich merke, ich habe keinen richtigen, immer noch, auch noch, ich arbeite total daran, einen Umgang damit zu finden, wie ich mit meinen Gefühlen umgehe, wie ich sie kanalisiere, was ich auch mit denen mache. Und dann nicht zu sagen, okay, das sind halt Gefühle, ich gehe damit um, sondern gehe ich zum Arzt, gehe ich zur Therapie, wie gehe ich auch mit so mentaler Gesundheit zum Beispiel auch um, aber auch so körperlichen Komplexen, die man ja auch entwickelt, also ne, stark sein, krasse Waden, all these things. Das heißt, für mich ging es vor allem erstmal darum zu verstehen, was sind Verletzungen, aber was ist auch eine Gewalt, zu der ich bewusst oder unbewusst auch beitrage. Du hast auch erzählt in einem Interview, auch dass du früher Fußball gespielt hast, aber auch lateinamerikanische Tänze gemacht hast und dass es dir teilweise unangenehm war zu erzählen, dass du tanzt. Ja. Was war dieses Gefühl, was du da erlebt hast, wenn du Leuten erzählt hast, dass du tanzt? Ja, das ist total spannend, weil ich heute würde ich zum Beispiel sagen, hey, das war total schön und ich habe eine ganz andere Selbstverständlichkeit damit. Aber früher war das natürlich so, dass ich sehr stark auch in so heteronormative Rollenzuschreibungen aufgewachsen bin. Es gab wenige auch Vorbilder oder auch Personen in meinem Umkreis, die sich auch mal ein bisschen weg davon bewegt haben. Das heißt, ich wollte auch akzeptiert werden, ist ja klar. Und ich habe dann lieber von Fußball gesprochen, statt von lateinamerikanischen Tänzen, obwohl, ne, früher habe ich mir das versucht, so ein bisschen so schön zu reden im Sinne von, guck mal, ich komme damit bei Mädels gut an, wenn ich gut tanze. Oder ich kann meine Hüfte bewegen, du weißt dazu, was es führt und sowas. Ne? Und ich habe das natürlich versucht, in einem Männlichkeitskonstrukt auch zu legitimieren. Aber es war einfach nur Angst, abgewertet zu werden. Ich wollte in meinem sozialen Umfeld nicht abgewertet werden. Und das war mir natürlich immer auch wichtig. Und Männlichkeit geht ja vor allem auch um Zugehörigkeit und eine Orientierung finden. Und ich wollte die natürlich nicht einfach loslassen. Dein Buch heißt, im Morgen wächst ein Birnbaum und der Birnbaum ist nicht einfach nur ein abstraktes Bild für etwas, den gibt es wirklich. Ja. Was ist dieser Birnbaum? Ja, dieser Birnbaum ist ein tatsächlicher Birnbaum, der damals im Ferienhaus in der Türkei bis heute noch steht, also er trägt noch Früchte, er ist gesund und munter und dieser Birnbaum ist tatsächlich für mich, um es jetzt so sehr einfach zu formulieren, eher auch so ein Sehnsuchtsort. Das ist so für mich ein Ort, an dem ich begonnen habe, eine Reflexion auch zuzulassen,
mich immer wieder auch daran zu messen und daran zu spiegeln, zu fragen, ich komme immer in die Türkei zurück. Als welche Person komme ich hier eigentlich zurück? Also wie blickt zum Beispiel dieser Baum auf jetzt meine ganze Auseinandersetzung mit Männlichkeit? Und aber der Baum ist da und der Baum gehört natürlich auch zu meiner Identität. Er gehört auch zu meiner Wirklichkeit, die meine Männlichkeit auch mitkonstruiert hat. Und deshalb ist es immer wieder irgendwie so ein Spiegel, an dem ich gerne zurückkomme, weil ich weiß, er ist da. Und das Gute, er trägt Früchte. Das heißt, ich will auch mit diesem Baum immer wieder wachsen. Und das ist diese Aufgabe stelle ich mir quasi selber. Was hat dein türkischstämmiger Vater mit deinem Männlichkeitsbild zu tun? Wie hat es das geprägt? Ich glaube, das ist auch gerade total die spannende Frage, weil ich glaube, mein Vater, nicht unbedingt, weil er türkischstämmig ist, sondern weil er mein Vater ist, weil er in einer heteronormativen Ehe ist, weil er in einem Deutschland ist, das heteronormativ, heteronormative Rollenzuschreibungen reproduziert, das Heterosexismus auch reproduziert. Ein Vater, von dem ich sehr viel eben klassische Männlichkeitsbilder gelernt habe. Ehrlichkeit, Direktheit, ich muss gut arbeiten können, ich muss irgendwie körperlich stark sein, ich muss handwerken können. Aber wenn ich das jetzt sage, dann würde daran nichts irgendwas Türkisches sein. Das sind alles Dinge, die auch beim anderen, und das ist ja genau mein Claim. Mir geht es ja darum, dass wir das alles als Ganzes dekonstruieren und nicht zu sagen, Stichwort toxische Männlichkeit, dass wir sagen, weil alle denken, ich habe von meinem Vater toxische Männlichkeit gelernt. Ich glaube, die toxische Männlichkeit ist eine Sache, die mein Vater auch von dieser Gesellschaft mitgelernt hat und da natürlich auch weitergegeben hat. Aber es ist ein inhärentes Problem in dieser Gesellschaft, in der wir sind. Aber natürlich gibt es nur Spezifika, auch das ist ja keine Lüge. Natürlich geht es auch darum zu fragen, okay, was bedeutet Religion für mich? Das hat bei uns eigentlich gar keine Rolle gespielt. Mein Claim ist ja, ich spreche natürlich aus einer türkisch-muslimischen Perspektive, aber ich habe nie, also an zwei, drei Momenten mal gesagt, ich bin muslimisch, aber es spielt literally keine Rolle. Und das ist aber auch der Trick, weil ich sage, es gibt eine komplexere Realität als das, was ihr denkt, ich gehe in eine Moschee und bla bla. Es gibt unterschiedliche Lebensrealitäten und darum geht es mir auch in der Auseinandersetzung mit Männlichkeit, weil dann auch Männlichkeitsbilder durch unterschiedliche Sozialisierung geprägt sind. Und das ist auch mein Claim. Dann am Ende vielleicht eine letzte Frage, um vielleicht auch so einen Weg aufzuzeigen oder auch Hoffnung mitzugeben. Ja, man hört es, neben uns fängt gerade auch die Liveband an zu spielen. Was war für dich das beste Gefühl, seitdem du versucht hast, vielleicht Männlichkeitsrollen und Bilder aufzubrechen? Gab es einzelne Momente oder einen Moment, wo du gedacht hast, es ist fantastisch, dass ich mich diesem Thema genähert habe und wo du gemerkt hast, vielleicht, da hätte ich mich vor ein paar Jahren früher ganz anders verhalten und da verhalte ich mich jetzt anders? Spannend. Ich finde das eine total spannende Frage. Ich glaube, auch heute bei der Lesung gab es so einen Moment, wo eine männlich gelesene Person sagte, ich habe deinen Worten zugehört und er hat in diesem Raum sich getraut, Tränen zuzulassen, vor allen Leuten das zu sagen und vor mir auch das zu sagen. Und ich glaube, das wäre, vor 5 Jahren hätte ich gesagt, so, Junge, was ist los bei dir? Heul mal nicht. Hätte ich gesagt. Und heute denke ich mir so, danke, dass du diese Zärtlichkeit und diese Verletzlichkeit mit mir teilst. Und das ist natürlich nicht keine Sache, die jetzt nur ich zu verantworten habe, aber dass auf meinen Lesungen so ein Raum ist, gerade auch für Männer, darauf bin ich, das macht mich sehr glücklich. Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du bei uns warst heute und noch viel Spaß auf dem Festival. Danke, Fikir Ani Altintasch hier bei uns. Danke, dass ich hier sein durfte. Ciao. Tschüss.